Komm schon, den machen wir auch platt. Oh, schön. Wenn er jetzt wieder so wie bei Kidbo gewesen wäre, hier, weiß nicht, dem Gedankenkontrolle trifft alle Charaktere, dann hätte ich jetzt nicht weitergemacht. Aber wenn er jetzt genauso die gleichen Voraussetzungen wie Freezer hat, dann wird das schon klappen. Dragon Ball Teufel. Zuerst mal gegen war, dass er gegen Shenlong erkämpfen möchte gerade. Oh, das ist auch eine Dingens. Eine super Form, super Schurkenform. Ja, ich komme mir vor, wie ein Dragon Ball Final baut. Konnten, da gab es ja auch irgendwie so ein Art Story-Modus, wo man seinen Charakter aufleveln konnte. Da hatte man auch so viele. Aua. So viele Balken nach einer Zeit. Alter. Oh, aber wenig Schaden, ey. Bah. Okay, du bist ein bisschen stärker, gebe ich zu. Er ist schon von Anfang an in diese Form, merke ich gerade. Weil steht doch nicht alle auf einen Haufen und lasst euch die ganze Zeit vermöbeln. Oh, dein Ding ist jetzt weg, merke ich gerade. Das ist ja wieder da. Boah. Die stehen aber nur da rum und machen nichts, habe ich so das Gefühl. Aber kann irgendwie nur mit dem Angriff gerade was reißen. Alter, der lässt sich gar nicht treffen, habe ich so das Gefühl. Oder war Gedankenkontrolle. Komm her. Oh Mann, jetzt haut er uns wieder weg. Also solange uns nicht alle in Gedankenkontrolle hier packst, würde ich sogar noch sagen, du bist recht chillig. Also gerade, ich muss jetzt gegen Nova und Ice Shenlong kämpfen. Einen von den beiden. Oder beide. Hallo? Wir sind noch nicht so weit. Ich habe das Gefühl, du kommst noch in der Story vor irgendwann. Ich tue mich ja voll spoilern. Oh mein Gott. Das kann ich, als kenne ich nicht schon die ganzen Dragon Ball Charaktere. Spoilern kann ich mich eigentlich nicht. Ich kann mich nur spoilern, was die aus der Story machen. Charaktere mäßig nicht. Weil ich irgendwie blöd hat. Zwei C17s miteinander fusionieren und ein C17 erschaffen, der stärker ist als vierfacher Super Saiyan Son Goku. Da macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil wenn die so was konnten, warum haben sie ja ein Cell und all so was? Okay, ich habe so das Gefühl, Nahkampfangriffe bringen bei denen gar nichts. Dann weicht immer so aus, habe ich so das Gefühl. Muss ich eben so angreifen, so ich das nicht schon wieder Zeit mache. Ich habe mich gerade wegteleportiert, will mich verarschen. Er macht die ganze Zeit den Angriff, ey. Da hat er schon wieder ausgewichen. Ich habe ihn genau getroffen. Den kannst du nicht mit Nahkampfangriffen treffen, habe ich so Gefühl. Da, ah, was zum Teufel? Aua, warum bekommt nicht so viel Schaden und die anderen nicht? Was zum Teufel? Was zum Teufelsdrachen? Weil wir machen denen ja gar keinen Schaden. Da gerade wie viel Kie der hat, ey. Weil der macht die ganze Zeit den Angriff, ich kann den da nicht treffen, das ist voll kacke. Was ich treffen. Oh mein Gott, was? Ehrlich? Wir wollen noch nicht mal Dingen zum Abwehren. Boah, wird langer Part. Geil. Boah, jetzt macht er schon wieder den Angriff, oder? Nee.
Alter, dauert doch ewig, bis ich hier fertig bin. Ich glaube, der Angriff hat viel abgezogen. Da, der weicht einfach aus. Ja, voll kacke. Auge weg. Boah, das kann doch ewig dauern so. Ja, ich weiß es langsam. Ja. Lebe ich mal jemand wieder. Boah, das wird ein sehr nerviger und langer Kampf. Also, wir sind 5 Leute. Belebt mich irgendeiner wieder, bitte. Irgendjemand? Leute? Hallo? Danke. Ja, sind so viele Leute, ne? Und keiner von denen denkt irgendwie, mich wieder zu beleben. So, jetzt bin ich aber ein bisschen stärker, ne? Wegen Saiyajin und so, ne? Ja, guck mal, die machen den gar keinen Schaden. Die gehen alle mit Nahkampfangriffen auf den los, glaube ich. Also voll kacke. Da bin ich jetzt ein bisschen stärker geworden. Boah, kann doch noch ewig dauern so. Aber. Oh, hallo. Machst du ihn so stark? Boah, hier war die ganze Zeit nur einer weg. Willst du mich verarschen? 2. Boah. Boah, kommt schon wieder das. Ey, das wird lange dauern hier. Ja. Ich meine, nicht hier reingegangen. Wird ja voll an die Ausdauer hier von allen. Oben nagen. Macht euch auf einen 40 Minuten Part gefasst. Vielleicht schneide ich das, keine Ahnung. Nova Shenlong oder Eis-Shenlong ist das, ne? Oh, ehrlich? Oh. Aua, ehrlich. Ehrlich. Das sah mir nicht schnell genug aus. Weil wenn ich hier kaputt gehe, habe ich nicht so gefühlt, mir jemand zu Hilfe eilt. Weil wir im Eimer sind, ey. Wohl einige haben noch. Einer hat noch gar keine HP verloren. Wie geht denn das überhaupt? Es gibt so eine Superseele, die ich mir kaufen konnte. In der bekomme ich irgendwie volle AP, wenn ich einen Gegner erledige. Vielleicht sollte ich die nehmen. So, sind doch nie im Leben alle schon wieder da. Autsch! Sackgesicht. Sehr gut, danke. Nate the Grat, okay. So, hier sind nur 3 Leute, ja. Irgendeiner denkt hier natürlich nicht dran, die Dinger zu befreien. Ja, und der Gegner ist natürlich weg, ne? Nehme ich jetzt mal ganz stark an, der da drin ist. Boah, das wird doch ewig dauern, bis wir hier fertig sind. Kannst du reden? Oh, ein bisschen doof so zu kämpfen. Wie das einfach nichts abzieht, ne? War zum Teufel. Autsch. Oh. So. Warte mal.
mich verarschen? Ey Leute. Wunder, warum wir so auf die Fresse kriegen die ganze Zeit. Ja, wahrscheinlich den ganzen Kampf schon so. Mein Gott, warum kriegen wir... Boah, jetzt kommt nochmal Nova schon long wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ah! Ah! Ich glaube natürlich in zwei Parts reinschneiden, wenn das so 50 Minuten oder so wären. Ich frage mich mal, passiert, wenn ich irgendwie in einem anderen Gebiet hier kaputt gehe. Pff. Weil C17 ist schon da, verprügelt mich. Was passiert, wenn ich jetzt hier kaputt gehe? Vor allem, der hat auch nur wenig HP. So lebensgefährlich, ja. Oh Gott. Ich voll Schiss bekommen jetzt gerade. Oh, sehr gut. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Ich habe keine Key. Oh, sehr gut. Ja, einfach im Hintergrund. Oh, oh, oh. Aber schon, da wird doch jetzt hoffentlich das letzte Mal gewesen sein, oder? Echt nicht mit den einen irgendwie irgendwo hingeschickt werden, der hat noch voll AP. Wie macht er das? So, muss ich natürlich erstmal wieder alle befreien, ne? Da muss ich so. So, mach den fertig. Oh Gott. Ich hätte sogar von hier. Ich bin jetzt stärker, ne? Weil ich voll wenig HP ab, glaube ich. Feuert den kaputt, Mann. Na, wieso kann denn der jetzt da ausweichen? Oh, boah, willst du mich verarschen? Ey. Das ist doch voll unnötig jetzt gerade. Ah. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so einfach ist, jemanden zu befreien da. So ein Ding kaputt und ja, alles ist gut oder was? Mir sagt mir irgendjemand mit vielen AP ist hier. Wenn es überhaupt jemand ist. Nein, schon wieder du. Hey, warte mal, du hast viel AP, halbwegs. Aua. Sehr gut. Sehr gut. Geile Team-Kombo, ja. Wuff, wuff. Sehr gut. Hachigo, ne Quatsch, das ist C18. Ich weiß nicht, dass ich mit so wenig HP die ganze Zeit hier rumlaufe. Es sollte irgendwie so eine... Warte mal, es gibt doch eine Schlafenfähigkeit, ne, von Kid Buu. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Oh, 3 Minuten. Boah, das kommt jetzt noch. Die Zeit läuft mir davon. Will ich verarschen? Ach ja, ich verstehe. Verstehe schon. Autsch. Nein, ich hätte, boah, ich hätte erstmal die anderen befreien sollen, ey. Ja, aber hilf mir. Nein. Sind nur ich und der jetzt da? Willst du mich verarschen? Nein, einer ist kaputt. Muss die anderen befreien. Boah, ich bin unbesiegbar. Ha. Und läuft die Zeit hier davon. Da wär's doch jetzt, ey. Nein, die sind beide kaputt. Willst du mich verarschen? Nein, oder? Helft uns! Nein, geh weg von mir! Einer hat noch voll AP. Helft uns! Oh mein Gott. Wo ist er?
Oh, das ist voll unfair, die Fähigkeit. Alle wiederbelebt jetzt. Vero schickt uns jetzt schon wieder irgendwo hin. Da geht voll Zeit flöten. Hat jetzt irgendeine Fähigkeit ein, die wir zurückwerfen können oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die trifft mich nicht. Was ist nicht? Na schon. Vero schickt uns jetzt noch irgendwo hin. Ehrlich. Oh Gott. So. Wow, das war nervenaufreibend. Und wir haben sogar Dinges bekommen. Also ich muss ja nicht mal rein, ausgezeichnet. Sollen aber jetzt schon, weiß ich nicht, ein 50 Part machen. Werde ich mal gucken, was die nächste Dingens wäre. Wenn das ein super Affe ist, dann machen wir das. So, mal direkt noch eine. Komm. Wo ist die nächste? Wo ist die nächste aufgetaucht? Da ist keine neue. Nee, die ist weiß. Kämpfen da wahrscheinlich schon gegen Charaktere, gegen die wir gar nicht kämpfen sollten, aber was soll's. Ist ja eine aufgetaucht. Da oben. Keine neue aufgetaucht. Noch hier, oder? Da. So, wer ist da aufgetaucht? Wer kommt denn nach Omega Shenlong, ne? Sollte vielleicht nicht nachgucken. Ich spoilere mich hier wahrscheinlich nur. Ein Wehraffe. Besiege Bardock Wehraffe mit deinem Verbündeten. Ich spreche die Quest besonders schwer. Kommen andere Dimensionen hier nicht zum Team. Ach, was will der denn? Spoiler, Bardock kommt in dem Spiel vor. So auf dem Cover drauf. Ja, nur mal so aus Neugier. Ach nee, Omega Shenlong hatte ich ja schon. Dann nehmen wir mal auch noch schaffen. Das ist ein Wehraffe. Der kann nicht schwer sein. Den baller ich die ganze Zeit mit Kamehameha-Wellen voll zu. Einzige Problem ist, dass der wahrscheinlich wieder voll viel aushält, ne? Hey, du hast so ein böses Zeichen auf dem Rücken. Cool. Hi, na. So, ich sollte mich gleich zum dreifachen Super Saiyan verwandeln. Für mehr Schaden. Weil im Nahkampf werde ich nicht auf den losgehen. Ja, guck dir gerne an. Ja, komm, guck dir da einen an. So, jetzt abhauen. Oh, das kommt jetzt. Oh Gott. Ich mach das. Glaube ich. Oder auch nicht. Ich mach das nicht. So, das von hier. Wenn irgendwas wird er zurückgeworfen, ich hoffe ja. Ja, ja. Oh. Warum wird er dadurch nicht getroffen? Was zum Fall? Warte mal, würde er nicht auch schon reichen? Ja, irgendwie schon. Ich lade mich mal ganz kurz auf, sehr gut. Die Werfen sind immer nur die einfachsten. Was? Und aus uns weg. Ach, komm. Ah! Aber die Zeit läuft, glaube ich, davon, habe ich so das Gefühl. Aber egal, so viel Schaden, wie wir dem reinhauen, glaube ich, dass das schwierig wird. Muss einfach nur weggehen von dem.
Na, was willst denn du? Hi. Hi. I'm Nappa, and this is Vegeta. He was a prison. Shut up, Nappa. Bitch. God damn it, Nappa. Oh, das wollte ich nicht. Doch, das wollte ich. Ich hab voll viel abgezogen, das wollte ich sowas von. Aber ich habe keinen Key, stimmt. Ich lade voll wenig auf als dreifacher Super Saiyan. Deswegen verwandle ich mich gleich in dreifachen Super Saiyan. Vielleicht so wie ich. Cool. Dafür mehr Schadensoutput hier wird das auf jeden Fall reichen. Ich gehe ganz bestimmt nicht nah an den Gegner ran, um meine Key aufzufüllen. Was war es ein andere gewesen? War jetzt nicht da, wo wir waren, oder? What? Und da beginnt die Schwierigkeit, habe ich so das Gefühl. Jetzt sind wir so weit, werden irgendwie zwei Gebiete weggeschleudert, wahrscheinlich. Ich muss mich gerade aufladen, ich habe keinen Bock, mich schon wieder. Oh. Ich bin Fabio, du kannst mir nichts. Warte mal, jemand klappt gut. So, jetzt kommt Bardock und den machen wir platt. Immer eine gute Addition hier zum Spiel, finde ich. So, jetzt ist aber Bardock, ja. Der wartet hier einfach. So, ist ja noch irgendjemand gefangen? Wahrscheinlich ja, ne? Ob es hier so einfach wäre. Nee, anscheinend nicht. Aber jemand hat einen Todesball auf den geworfen. Sehr gut. Oder war nee, Supernova war, glaube ich. Aber ich war mich gerade am Aufladen. So, packt es an. Packt es an. Du na, bleib gefälligst hier. Ah! Oh, tschüss. Oh, drei Strahlen auf einmal. Ich glaube, ich mach kurz auf. War schon wieder, ehrlich? Na, kommt die Schwierigkeit. Der macht das jetzt die ganze Zeit, ne? Was es nur schwieriger macht. Hätte ich damit rechnen können, dass hier irgendwie ein Wehraffen-Kampf einfach wird. Die letzten Stufen. Aber der hat wahrscheinlich voll viel AP jetzt schon verloren, ne? Wieder woanders. Raditz, hey, du hast meine Frisur geklaut, wie kannst du das wagen? Ja, wer hat das jetzt gesagt? Ja oder ich? Ich habe keine Zeit, ich schieße mich. Ein Bardock, Mann, und ein Faller. Was ist das für eine gestörte Kraft? So. Hauptstadt. Ah, Nappa, was? Boah, dann Nappa, dann wieder Vegeta oder was? Leck mich. War doch viel zu lange. So, frustrat. Wow. Dann verstehe ich nicht, warum sagst du das? Du bist doch auch ein Zeitalter, sollst du dich nicht geehrt fühlen? Ich meine, wenn Freezer hat gesagt hätte, dann hätte ich ja verstanden, aber Nappa? Was? Wird schon leicht eine Stunde am Aufnehmen, wenn er zum Halt geht. Die Zeit wird mir ihren Strich durch die Rechnung machen, oder? Wäre natürlich jetzt sehr doof. Hör auf damit. Wir können uns keine Schlacht hier leisten. Hör auf damit. Alter, ich hab doch den hier gemacht. Hatte mal einer von euch kaputt. So, weiter. Weiter, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, noch einmal schaffen wir das nicht. So, jetzt schnell dahin gehen und den platt machen. Am besten, obwohl einmal könnte halt vielleicht noch machbar sein. Und danach nicht mehr. Komm schon, stell ich mich so an.
ein. Der Feind ist schwach, los, ja. Zwei Balken noch. Oh, sehr gut, jemand macht jetzt. Nein, ich schon wieder, ey. Dadurch geht voll Zeit flöten. Auf damit. Boah, jetzt noch mal das Ganze. Da kannst du auch gar nicht schnell genug hier schaffen. Weil mich auch alles auf Maximum ja super angefunden so. Wenn er jetzt noch mal danach macht, haben wir verloren. Oh, wir werden, oh, sehr geil. Wir werden nur zu Vegeta geschleudert. Vielleicht hatte ich auch Pech und ich bin die ganze Zeit nur bei Dings. Bei Raditz über Nappa aufgetaucht. Was soll ich jetzt nicht sagen? Komm. Keine Zeit zu verlieren, Mann. Hier geblieben. Boah, das ist wie Sonic, ja, mit den Haaren, wenn ich mich so drehe. Wir sagen jetzt nicht, wir müssen wieder zur Stadt und so zurück. Sehr gut. Aber die Kristalle kaputt. Dann gehen wir auf Bardock los. Können wir sogar noch mal schaffen. Alle schon wieder da? Ja, gut. Nicht auf mich, Mann. Oh, komm schon. Mal schauen, geh kaputt. Lass mich raten. Was? Was war das denn? Voll Zeitlupe war das. Wer macht jetzt noch irgendeinen Scheiß? Komm, buff, buff, jawohl. Ausgezeichnet. Wow, pumpt einen voll hoch hier, diese Dinger. Ah, schön. Und sogar Z, jetzt nur die Fähigkeit bekommen, ausgezeichnet. Zornige Explosion. Ist jetzt soweit ähnliches wie meine Ultimate hier. So, wir gucken jetzt einfach nur so zum Spaß, was die nächste Dingens wäre. Suchen wir uns jetzt und dann gucken wir da mal. Also nur gucken, ja, so gucken. Erstmal müssen wir die ja wieder finden. Da dürfte ich bei Mr. Satan jetzt nicht langsam schon 10 Dinger geschafft haben. Ja, ich soll jetzt noch ein bisschen Zeit hier verschwenden, so 2x30 Minuten haben wir jetzt. Ja, blöd, dass Freezers Kreuzer nicht auftaucht, aber wenn er nächstes Mal auftaucht, weiß ich ja, was zu tun ist. Mache ich einfach PS-Taste wieder und beende das Spiel, weil wenn das passiert, dann soll das wesentlich schon passieren, wenn das, wenn ihr dabei seid, sonst ja, ich möchte nichts irgendwie so entdecken ohne euch. Da, wo ist hier Dingens? Da unten ist die Buch. Ich war ja auch schon alle. Oh, nee, kann nicht sein. Noch nicht mal bei der Hälfte oder so. Da bin ich bei der Hälfte gewesen. 70%. Habe ich gesagt, 20 oder so sind da bestimmt. Wo könnten die sein? Hier war die letzte da, ne? Hier hinter dem Berg, oder? Nee. Hab ich doch gerade gemacht. Wieder unten am Haus schon. Noch keine aufgetaucht anscheinend. Hier wieder unten haben wir schon. Da oben haben wir schon. Hier haben wir schon. Okay. Überraschend, wie weit man gucken kann hier, ne? Gut, dann haben wir die schon anscheinend. Alle im Moment. Was wollte ich jetzt noch mal machen? Ah ja, zu Mr. Satans Haus.
So längst schon die Dinge hier geschafft haben. 10 Missionen. Ja, gesagt, egal welche Mission. Müsste halt ja angezeigt werden. Nö, doch. Bla bla bla, du hast es geschafft, ne? Bla bla bla, bla. Hier ist mein Video toll, bla bla bla, Geld hier, 3000 Cent. Ja, bla bla bla, schon wieder 10 Quests. Geht das überhaupt weiter hier? 50% hatte ich letztes Mal, weiß ich nur. Was? Hä? Ach ja, die sind ja auch noch eher. Okay, ich nehme an, wir haben schon Mr. Satan abgeschlossen. Okay. Ja, ich nehme an, wir haben Mr. Satan schon abgeschlossen. Vielleicht ist da jetzt einer aufgetaucht. Sehe aber ja nichts. Aber nee, wir haben Dings. Ah. Ja, eine will auch irgendwie mit uns reden, wenn es Freitag ist. Wir haben Samstag. Ah, fröhliche Weihnachten übrigens. Ja, jetzt haben wir Sonntag. Wir haben jetzt 0:03 Uhr gerade. Ah, wisst schon. Gut. Dann war es das für diesen Part wohl. Keine Ahnung. Vielleicht war es schon die letzte oder so. Bardock. Also nicht. Die letzte. Vielleicht muss meine Story noch weitermachen. Ich habe keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall aufscreen hier und da so ein paar Sachen machen. Und gucken, was ich mir so vorbereite für die nächsten Parts. Parallelquests haben wir ja bestimmt auch welche freigeschaltet. Ich soll mal gucken, was ich hier, ob ich eine Parallelquest freigeschaltet habe, die wir schon doppelt hatten. Im ersten Teil. Doppelt Zerstörungswut. Ich glaube, die ist sogar eine doppelte. Ich glaube, die muss ich dann offscreen machen. Aber mal schauen. Und was haben wir hier? Jetzt wird's ernst. Ja, und das hier sind für DLCs, darum kümmern wir uns erst ganz am Ende. Wenn wir fertig sind, nehme ich mal an. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Ich wollte jetzt wieder etwas vollkommen anderes sagen. Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich meine, tschüss, bis zur nächsten Folge.